Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sauspark. Und die gestrige Folge fiel aus. Leider gab es ein paar Probleme. Und zwar, Moment, ich sammle hier erstmal ganz kurz alles ein. SWAT-Kopfpanzerung, Ausrüstung, SWAT-Einsatzhandschuhe. Moment, ich loote hier mal ganz kurz die Leute frei. SWAT-Weste. Und zwar hat man ja bestimmt gesehen, meine lapidaren Versuche des Auspixelns. Und das war leider mega aufwendig. Und ich hätte es im folgenden Spielverlauf gar nicht mehr machen können. Ach, das Tonband. Aufnahmegerät, da haben wir's. Im weiteren Spielverlauf hätte ich es nicht machen können. Secret Government Base Room sure is boring. You'd think that a Secret Government Base would have more cool stuff in it. Hast du recht. Entschuldige. Nee, was ich sagen wollte und nicht lügen, es war auf jeden Fall mega aufwendig und du brauchst dann pro Folge einfach mehrere Stunden, um alles zu pixeln, weil du musst Frame für Frame machen. Das Tracking und sowas geht alles nicht. Tesla-Spule. Sondern du musst halt wirklich alles Frame by Frame machen und das dauert Ewigkeiten. Und das wollte ich dann auch nicht. So, weil, ganz ehrlich, das dauert einfach viel zu lange. Moment. Ich schieß mir mal ganz kurz da oben was runter. Würde ich ja lieber runterfurzen, aber ich fürchte, soweit reicht der nicht. Waffilla! So, dann haben wir hier soweit alles abgefrühstückt, glaube ich zumindest. Haben wir hier noch irgendwie ein bisschen Öl zum Anzünden, sonst aber nichts. Ich glaube, wir können hier nur noch randalieren. Was wollen wir mal ganz kurz machen? Ich ziehe mir mal die Rüstung an. So, da lag auch nichts. Nee. Okay, dann ziehe ich mir mal ganz kurz die Rüstung an. Lalalala. So, und wir spielen jetzt ab sofort, das muss ich leider zugeben, wir spielen ab sofort tatsächlich... Nee, wir spielen gar nicht die zensierte Version. Ich habe das halt hingebogen, es hat Ewigkeiten gedauert. Ich habe so hingebogen, dass die Version wirklich nur minimal zensiert ist. Und zwar sind keine Hakenkreuze zu sehen. Der Rest darf ja gezeigt werden. Insofern haben wir einfach nur keine Hakenkreuze mehr im Spiel. Und es war ein interessantes Abenteuer. Das ist quasi eine Mixtur aus der unzensierten und der zensierten Version. Und das Problem ist, ich mach mal ganz kurz weiter, ich konnte gar keine zensierte Version installieren. Es ging ja einfach nicht. Ich habe die Steam-Version deinstalliert und immer hat da wieder eine neue unzensierte Version hochgeladen. Das war auf Dauer sehr merkwürdig. So, das legen wir ab. Schockscharten haben wir da drauf gehabt. Und dann gucke ich mal ganz kurz. Färben brauchen wir das nicht, aber ändern würde ich es gerne. Was haben wir denn? Level 10% mehr Schockschaden. Hier haben wir noch Distanzangriffe, 40 mehr Schaden. Feinde, die im Nahkampf angreifen, allein bis zu 10 Schaden, ist auch nice. Mehr Geld ist eigentlich irrelevant. 25 TP. Ich glaube, das ist tatsächlich schon das Beste, was wir da haben können. Der Rest ist so halber Mumpitz. Level 8, was war das? Distanzangriffe, okay. Das ist eigentlich ganz nett, aber brauchen wir nicht unbedingt. Schaltkreis, 10% mehr Schockschaden haben wir dann überall drauf. Behalten wir dann auch einfach mal. Und dann haben wir hier noch die Weste, die SWAT-Weste. Hier haben wir auf der knappen Rüstung noch was drauf. Ich guck mal kurz, was haben wir denn da drauf? 15% Richtung, Rüstung. Ich kann gar nicht mehr sprechen, weil es daran liegt, dass 7 Uhr morgens ist. Und ich bin seit 3 Stunden oder seit 4, nee, seit 7 Uhr morgens, bin ich seit 4 Stunden wach. Ich bin um 3 Uhr morgens aufgestanden. Ich bin gestern so fertig eingeschlafen einfach. Unfassbar. So, jedenfalls dachte ich mir, ich nutze mal die Gunst der Stunde, hab dann seit heute Morgen um 4 dann wieder rumprobiert. Moment, Distanzangriffe, wo waren das? Wo waren das? Wo waren das? Habe ich jetzt übersehen gerade. Mehr Konzentration, weniger Quatschen, da haben wir es. So. 14 Rüstungen hinzugefügt. Hier könnten wir theoretisch die SWAT-Kopfpanzerung machen, aber da haben wir nur, du greifst erneut an, wenn du einen Feind tötest, das brauchen wir nicht. Dafür nehmen wir Waffenangriff, fügen 10% mehr Schaden zu und dann haben wir noch, fügt 7 Rüstungen hinzu. Das ist ganz gut. Dann haben wir mehr Rüstung drauf und das muss auch reichen. Und wir haben eine wunderbare SWAT-Rüstung. Ich freue mich. So. Und da unten sieht man, der Zombie, der eigentlich hätte Hakenkreuze haben sollen, hat jetzt keine mehr. Ich laufe da mal ganz gerne. Ja, auf jeden Fall. Die Herrschaften haben jetzt keine Hakenkreuze mehr, keine SS-Zeichen oder was weiß ich. Die hatten einfach alles an Abzeichen. Man hätte alles einzeln zensieren müssen. Alleine hier wäre das schon, wenn du hier so lang gehst, das wäre schon mega aufwendig gewesen. Und das war zu übertrieben. Das hätte ich zeitlich auch gar nicht packen können. Deswegen habe ich mir dann einfach eine Mixtur gemacht. Aus beiden Versionen. So, wir sollen zum Elternrat gehen, ne? Und dann das Tonband abgeben. Weniger quatschen, mehr abgeben. Und eine Sache, die hier noch die ganze Zeit, die mir die ganze Zeit hier noch am Herzen lag. So. So kommen wir dann nämlich hin. Und nicht anders. Juhu. Nein. So. Vielleicht kriege ich mir da Analsonde auch Sat 1 rein. Man weiß es nicht.
Okay. Ach so, das war ja genau hier. Entschuldigung. Ich muss erstmal wieder ein bisschen, ne, und so, hab wieder eine ganze Weile lang nicht gespielt. Erstmal wieder reinkommen. Ihr wisst ja, wie es ist, wenn man. Ihr wisst nicht, wie es ist, wenn man 2 Wochen nicht gespielt hat. Oh! Der Beirat tagt. Und für Mr. Mackey haben wir doch auch was gemacht. Da haben wir doch sein Messi-Ding da aufgeräumt, würde ich nicht sagen. Wir haben ihn beklaut. Okay, thanks, you threw that away from me. You might be thinking I still have a hoarding issue, but you'd be wrong. Okay. Would you like to be friends on Facebook? Juhu, Mr. Mackey, neue Freundschaftsanfrage. Ich wünschte, ich würde mich freuen. So. Und der Elternbeirat, dann treten wir mal vor. What's this? It's a recording. There's data on here. Did they say anything? What kind of Taco Bell is it going to be? When are they going to be finished building it? All right. We're going to have to completely obliterate everything in a 3-block radius. What? Set charges underground to blow up the area and bury it all. Then make a fake story about an earthquake. They're going to just blow up 3 blocks? Sons of bitches. You sons of bitches! What gives them the right? I knew there was more to this. It's not a simple Taco Bell we're dealing with. It's the most massive Taco Bell ever built. You see, ever since the whole Doritos Locos Tacos thing, Taco Bell thinks they can do whatever they want. Well, not here. Not in our town. You've done well, new kid. We're not going to let Taco Bell win. I'll take that picture you wanted now of you with the PTA. Nice. I'll send it to you. Gegenstand entfernt, Aufnahmegerät, Quest erfüllt, Elternrat, Probleme. Geile Mucke. So, bringe das Bild zu den Goth Kids, das machen wir gleich. Just because I'm your friend now doesn't mean you get to screw around. Natürlich. That's the last time Taco Bell fucks with the PTA. Natürlich. PTA will call on you should we need you again. You did very well today, young man. So, vielleicht kriegen wir eine 1. 70 Freunde, Vorteil verfügbar. Es werden immer mehr. Ich habe das Gefühl, wir werden bald bei Facebook hineingesogen. Nur für Leute, die die Folge kennen. Kyle is so lucky to have so many nice neighbors his age. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Fähigkeiten, Vorteile. Debuffs eine Runde weniger als normal. Wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Maximale MP erhöhen sich um 20%. Vielleicht sollte man das mal langsam machen. Bewirke zusätzlichen Schaden bei Feinden, die angewidert sind, erleide selbst weniger. Ja, wir könnten die Feinde ja eigentlich mehr anwidern auch. Starte einen Gegenangriff mit deinem Arsch. Erfordert Mana, aber bewirkt mehr Schaden als ein Gegenangriff mit Waffen. Immer wenn du mit deiner Waffe einen magischen Angriff durchführst, werden ein paar MP aufgefüllt. Bewirke zusätzlichen Schaden, die bluten. Deine Angriffe fügen größeren Schaden zu, wenn du schwer verletzt bist. Deine Angriffe mit Distanzwaffen fügen zu. Das können wir mal nehmen, was das Standard ist. Das ist so ein Standard-Buff quasi. Perfektioniere die Kunst des Verhöhnens und bewirke zusätzlichen Schaden bei wütenden Feinden. Du nimmst viel weniger Schaden, wenn du schwer verletzt bist. Ich nehme erstmal den Scharfschützen. So. Weil das ein Standard-Buff ist, den wir immer brauchen können. Und nicht nur, wenn einer verletzt ist oder sonst irgendwas. Zack. So. Dann sollen wir als nächstes also zu den Goth-Kids gehen. Ich muss da einfach mal gucken, was wir noch alles an Quests offen haben. Und vor allen Dingen... If you ever want some work done on your nose, see Dr. Tom. He's the best. Alter, meine Nase ist super, du Arsch. Kacke. Ach nein, wenn wir schon mal da sind, gehen wir gleich mal hin zu den Goth Kids. Ich hoffe nur, wir dürfen mit denen reden, weil wir doch jetzt im SWAT-Outfit sind. Aber das ist natürlich auch non-konform, ne? Das ist, na gut, das ist nicht unbedingt gegen das System. Alter, das ist doch Shakira. Shake my hips, shake my hips. Okay. Hallo, Gothies. Enjoy your popularity and 1.9 children in your 401k, conformist. Meine bitte was? Find your own pit of despair, God. Ich kann gar nicht mit ihnen reden. Ah, dann rede ich mal mit ihnen hier. Go conform somewhere else, kid. Wir müssen uns wieder umziehen. Oh, please. What goth kid walks around in those clothes? Seufz. Ich hasse sie. Diese oberflächlichen Scheißer, die nicht oberflächlich sein wollen. Okay, Goth-Kostüm. Dann hier, was war das? Was? Goth-Mütze. Dann haben wir hier Goth-Handschuh. Das muss aber reichen, ne? Bart haben und so dürfen wir trotzdem, oder? Na also. Whoa, he did it. Nice. Yeah, but he's still not goth.
he'll have to pass the final test. You may look goth, Frodo, but can you dance goth? Less enthusiasm. Totally fucking bullshit. Uh-huh. That's not how you drink coffee. I'm feeling the rage. Whoa. I like what you did with your coffee there. What do you think? He's pretty goth. He's pretty goth, right? Yeah, that was pretty good. I felt his pain. All right, new kid, you've officially proven yourself. Yeah, just tell us where you need us and we'll be there. Yeah! Quest erfüllt, Nonkonformist, Level 10, Fähigkeit freigeschaltet, Henrietta, Michael, Piet, Firkel, Michael gesagt, weil das Nonkonformist, rekrutiere die Goth-Kids, haben wir auch gemacht. Wir haben sie auf unserer Seite. Ich freue mich sehr und ziehe mich direkt mal um. Wieso starte ich eigentlich? Ich bin so doof. Entscheide dich für die Menschen zu kämpfen, entscheide dich für die Elfen zu kämpfen. Coole Mucke. Du hast 9 neue Freunde. Firkel. Pete, Michael, Henrietta, Broflosti, Victoria, Garrison, Adler, Mackie. So, und Kevin Stowley schreibt, sei gegrüßt, Mensch. Dies ist eine eingehende Transmission von der USS Kevin. Wir umkreisen aktuell die Erde und sind bereit, Photon-Torpedo-Unterstützung zu leisten. Kevin, Ende. Cartman sagt, okay, ernsthaft, Kevin, es gibt in Zaron keine verfickten Raumschiffe, okay? Es gibt nur Menschen und Elfen, die haben keine verfickten Phaser, sie haben Schwert und Pfeile. Vergib mir, Admiral, meine vulkanische Hilfe bewahrt mich nicht immer davor, unlogische Dinge zu tun. Okay, haben wir das. Haben wir das einfach mal vorgelesen. Und ich trage jetzt wieder einen Alien-Helm, weil das total konform ist. Und natürlich auch ein SWAT-Outfit, weil das auch mega konform ist. Wo ist denn? Da ist die SWAT-Weste. So. Und dann hier schließe ich noch SWAT-Einsatzhandschuhe. So, dann haben wir das. Ist auch alles gesockelt, ne? Ja, sieht so aus. Ist die Brille gesockelt? Die ist gesockelt. Ist das hier gesockelt? Ist gesockelt. Ist alles gesockelt? Alles gesockelt. Das hier kann man, glaube ich, gar nicht sockeln. Insofern ist es egal. Die Flügel nehme ich mal nicht. Flachdachperücke haben wir neu. Brauchen wir aber auch nicht unbedingt. Schlüssel zur Schulküche, verdammt. Kann ich hier nicht durchgehen? Ich bin behindert. Ich bin behindert, aber ich komme nicht durch. Wahrscheinlich ist das für Behinderte, die keine Beine haben, die dann da drunter durchkriechen müssen. So. Thorsen-Freunde. Gut, jetzt müssen wir uns entscheiden, auf welcher Seite wir kämpfen. Und ich würde aber trotzdem noch ganz kurz gucken, welche Quests haben wir denn offen. Finde neue Verbündete. Um dich mit Cartman gegen Kyle zu verbünden, sprich mit Cartman und Castle Cooper, sprich mit Kyle in seinem Hinterhof, um dich seiner Gruppe gegen Cartman anzuschließen. Ich sag mal so, aus der Erfahrung heraus und weil man Cartman aus der Serie kennt, weiß ich eigentlich schon, wem ich mich eher anschließen würde. Gehe ich zu den Juden. So, Schweinebärmann, hilf Al Gore, den Schweinebärmann zu finden. Gib Al Gore Bescheid, dass alle Sensoren an Ort und Stelle sind. Vielleicht machen wir das mal. So, auf Karte anschauen. Der klebt da. Dann können wir eigentlich, entweder nehmen wir einen Timmy Express dahin oder wir gehen einfach zu Fuß. Ach, da war der. Da waren Nazis. Komm, wir kämpfen mal gegen Nazis. Nein, nicht mit der Analsonde. Das würde theoretisch auch gehen. Hallo? In stolzer Freude, eure Schule! Eure Schule! Eure Schule oder teure Schule? Excuse me, is this really a good idea? Ach, die haben wir noch. Ratzfatz haben wir die. Mana ist auch noch voll. In stolzer Freude! Oh, der hält aber mehr aus als die anderen. Da hätte ich vielleicht... nee, Rambolen brauche ich ja gar nicht. Ich mache erstmal die... Ich glaube, in der Todesmarkierung ist der eh gleich weg. Was? Red Rocket! Du hast eure Schule! Rote Rakete? Ih, der hat rote Rakete gesagt. Ih, oh, rote Rakete. Ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. Den will ich gar nicht sehen, sowas. Okay. Can I just take my turn? Blutet der? Nee, der. Der blutet, verliert aber nur 2. Okay, dann mach ich mal. Die sind härter geworden auf jeden Fall. Oh, der ist wieder 1100. Ich glaube, pro Stufe steigen die auch mit auf. Deswegen würde ich sagen. Rambolen wir den mal. So, warte. Bams! Und in die Eier.
Ach krass, ist er schon fast wieder weg. Das war ja easy. So, diese Hitlerreden hören sich immer an wie so ein wütendes Hühnchen. Ich kann mir nicht helfen. So, Geld, leuchtender Schleim. Da freue ich mich sehr. Gut, jetzt gehen wir mal ganz kurz zu Al Gore. Ich bin mal sehr gespannt, was da jetzt aber herauskommt. Nee, halt. War der oben oder unten? Ich weiß es gar nicht. Hätte ja doch den Timmy Express nehmen können, aber egal. Die Strecken sind jetzt nicht so mega weit, als dass man die nicht laufen kann. Ah, okay, das ist eine normale Katze. Es laufen nämlich auch Zombie-Kätzchen um hier. Der versteckte sich doch immer da beim Kino, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Dann schauen wir nochmal ganz kurz. Da sind wir eh... Sind wir da gleich da? Ich glaube, das Kino war auf der anderen Stadtseite. Geh mal... Nee, da ist das Kino. Okay. Oh, guck mal. Die kleinen Nazis fressen wieder Menschen. Ja, so sind die Nazis. Echte Menschenfresser. Haben ja kein eigenes Gehirn. Da müssen wir von Fremden fressen. Zwei Karten, bitte. So, da steckt Al Gore. Good job, Junior Algorian. With all the sensors in place, I can get a reading on my... I knew it! These are definitely hot Man-Bear-Pig readings. Come with me. I must put this data in the data Man-Bear-Pig base. Ich will das nicht. Al Gores Lagerschlüssel. All they did was ask the guard about Gorditas and he put me in a chokehold. Jeez! Was? Begib dich zu Al Gores Geheimbasis. Das machen wir natürlich und die ist ja zum Glück auch gleich hier um die Ecke. Bitte was? Hat jemand wie geil gesagt? Levelaufstieg, okay. Welches waren jetzt hier von Al Gore, das Ding? Das weiß ich gar nicht mehr auswendig. Aha. This is very interesting. The sensors have picked up Man-Bear Pig underneath the ground of South Park. If you know anywhere you can get underground, go there at once and run this defilibrator. Okay, starte den Defilibrator. Defilibrator? So sieht Man-Bear Pig also aus. Okay, Super Secret, keep out. Mist, Schlüssel zum Hinterzimmer. Ah, wir brauchen einen Schlüssel zum Hinterzimmer. Und den kriegen wir wahrscheinlich nur von Al Gore selbst. Back again, Junior Algorian. Have you found somewhere in the sewers to put the defilibrator? Nein, noch nicht, aber wir werden es probieren. Okay. Dann gehen wir zurück in die Kanalisation, da waren wir schon lange nicht mehr. Stirb! Das ist Mausismus. Ach ja, guten Tag. Na, Alter? Den Halt Sinn? Was? Kann er mal Deutsch reden? So, lalalalalala. Hey man, I'm having a thing later if you wanna come. Was denn? Hast du eine Quest? So. Ich bin mal gespannt, wo wir die ganzen Läden noch brauchen. Unplanned Parenthood und sowas. Der Gully war hier zur Linken, wenn ich mich recht entsinne, oder? Der war, glaube ich, auf der linken Seite der Stadt. Hier ist er, genau. So, da bin ich mal gespannt. Ich habe keine Ahnung, wo wir die anbringen sollen. So, erstmal wieder mit der Arschsonne auf die andere Seite. Ich frage mich, warum wir Stan eigentlich mit teleportieren mit der Arschsonde. Ich meine, der kommt doch jetzt nicht in unseren Enddarm rein und beamt dann mit oder so. Das ist sehr merkwürdig. Keine Ahnung, warum der mitbeamt. Oh. Das ist ein gelber Dingens. Das ist ein gelber Hubbel. Gar nicht gesehen! Du Kackratte! I am Stan Marshwalker, brother of wolves and bastards. So, die haben mal abgewehrt. Perfekt! Jetzt ist nur die Frage. 549, die kriegen wir beide weg. You got somewhere you'd rather be? Die brauche ich nicht mal umfurzen, spare ich Mana. Die mache ich einfach so kaputt. So, und die werde ich erstmal.
Todesmarkierung. Red Rocket. Ach, ekelhaft. So, 499. Ich weiß nicht, ob ich die platt kriege. Ja, doch, hat geklappt. Mist. Aber egal, die ist eh gleich tot. Na gut, die steckt noch ein bisschen was ein, aber... Yeah. So, die kriegen wir gleich down. Und ciao. Yeah. Kann man nicht anders sagen, wir haben es drauf. So, gib El Gore die Defilibrator-Daten. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das schon war. Das war doch viel zu leicht. Und wir haben noch keinen Schweinbärmann gesehen. Halb Schwein, halb Bär, halb Mann. Na. So. Und ab dafür. Jetzt geht's wieder nach oben. Und dann gehen wir mal zu Al. Al. Das hin und her gelaufe immer. Entschuldigung. Have you seen my hat? Ich frage mich, kriegen wir hier eigentlich irgendwas in Erfahrung über die Nazi-Zombies? Weil keiner beschwert sich, keiner sagt irgendwas. Alle freuen sich aufs... You should consider having some work done. Ich hab keine große Nase! Mann! Dann werde ich mal die David Hasselhoff-Nase eben machen lassen. Huch, wo will ich denn hin? Ich wollte ja zum Lagerhaus. Schnauze. Wie geil! Ich hab's genau verstanden, was er sagt. Oh. Nehme ich natürlich mit. Mann. So. Mann, Bärschwein. El Gore, El Gore, El Gore. El Gore hört sich an wie so ein Elf, wie so ein Elfenname oder Orkname. El Gore. So, Opa, sag an. Nice work. I will let you know of any updates on Man Bear Peg. Make sure to share the news on Facebook. I'm super serial. Quest erfüllt, Schweinbärmann. Aber das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht gewesen sein. Missionsziel erfüllt, das ist natürlich alles super, aber ich will den Schlüssel haben und ich will... Keep an eye out for Manbear Peg. I'll contact you on my internet when I pinpoint his exact location. Okay, er wird uns über sein Internet kontaktieren. Wir persönlich haben ja auch eins. Na, super. Hallo? Trefft ihn gar nicht. Na, ich will jetzt... Hallo? Was ist das für eine Zielführung? Eure Schule, lalalala. Come on, let's do this. So, dann würde ich sagen, Fertigkeiten natürlich erstmal wieder schön in die Eier. Gibt's zum Frühstück erstmal Scrambled Eggs. What is the hold up? 1, 2, 3. Und nachtreten. So. Der ist fast weg, dann haben wir einen schon besiegt. Ja, komm. Boah. Fiese Verzögerung gerade, fiesen Leck gehabt, konnte ich gar nicht reagieren. Wie gemein. Für eure Schule. So, der ist auch fast weg. Ja. So, erstmal wieder absammeln hier. Geld und ein schönes Armband, das ist natürlich toll, Collector's Edition. Und glänzende Stiefel haben die natürlich auch immer dabei. Blank gewienert. Mit dem Arsch blank gerieben. Quasi den Schuh, den Lederschuh einmal durch die Arschritze gewienert. So. Jetzt ist die Frage, ganz kurz. Gucken wir mal den Quest mal ganz kurz. Das Obdachlosenproblem. Finde alle Lagerplätze von Obdachlosen in South Park und verprügle die Bewohner. 6 von 7 haben wir schon. Und ich habe gehört, ein Pack Obdachlose soll noch irgendwo im Park sein. Habe ich in den Kommentaren gelesen, ich weiß aber nicht genau wo. Benutze eine Kuhglocke, um die Farmkuh zu finden und zu besiegen. Nutze eine Flasche Reinigungsalkohol. Nutze eine Portion Poutine. Da haben wir auch nur noch drei... Nee, da haben wir noch mehr übrig bestimmt unten. Sprich mit Farmer Bill auf der Farm. Das sollen wir auch noch machen. Obdachlosenproblem 6 von 7.
Das würde ich gerne mal ganz kurz gucken. Na. Ich weiß nur nicht, wo der letzte Obdachlose steckt. Das weiß ich nicht. Die können ja auch immer überall sein. Diese possierlichen Obdachlosen, die nisten sich ja überall ein. Go get him, new kid. Hast du mal einen Euro? Kommt mir so bekannt vor. So, huch. Okay, dann düsen wir mal ganz nach links rüber. Aber da hinten kam nur eine Sackgasse, ne, wo wir dann hier hinkamen. Oder ging's da weiter? Ne, da ging's nicht weiter. Ich guck mal ganz kurz die Wege ab. Neue Nachricht von Al Gore. Na, Glückwunsch, da freue ich mich, ja. Du musst ja unbedingt dieses SBM-Video ansehen, was ich gerade geschaut habe. Ah ja, und Pete, ich bin nur hier, um den Leuten zu erzählen, wie scheiße das ist. Alter, von den Leuten kenne ich so viel auf Twitter. Das ist alles scheiße, alles ist scheiße. So, ich freue mich doch nicht mit vielen an hier. Also erstaunlich wenig Nazis in dieser Stadt. Das kennt man so gar nicht. Guck mal, der hat ein paar Kätzchen dabei. Können wir eigentlich mal... Den kriegen wir wieder nicht. Neue Nachricht von Al Gore. Oh nein. Ich will gar nicht. So, dann zeigen wir mal kurz die Katzen. So sehen die Nazi-Katzen aus. So. Die kleinen niedlichen Nazi-Zombie-Kätzchen. Oh, die sind so süß. Den Halssinn? Was? Man soll sich den Hals waschen, sagt er gerade. Wie geil. So. Dann würde ich mal sagen... Ciao, Kätzchen. Oh, die lebt noch. Unfassbar. Gut, und jetzt? Okay, die Katze ist eigentlich tot, sie weiß es nur noch nicht. Und er kann mal dann inzwischen diese da hinten angreifen. So, einen haben wir durchgelassen leider, aber egal. Der ist sowieso Geschichte. Boah, Alter, der hält ein bisschen mehr aus. Hat der Abwehr? Die lebt ja auch noch. Verdammt. Bringen wir erstmal den um. Ich weiß gar nicht, was der da die ganze Zeit redet. In stolzer Freude! So, der ist weg. Jetzt Vorsicht, das Kätzchen. Oh, no, you don't. Scheiße. Habe ich einmal zu früh gedrückt gerade. Aber egal. Für eure Schule. Ich wollte gerade nicht furzen, aber egal. Ich sag ja, der hört sich an wie ein wütendes Huhn, der Hitler. Huch. Wie ein arschgeficktes Gummihuhn. So, hab ich's mal gesagt. Kann ich aber auch. Ist das Hauspark? Sauspark? Da kann ich ja sowas ruhig sagen. Neue Nachricht von Al Gore. Alter, was? Warte mal, hier. Du musst ja irgendwie dieses SWM-Video... die Schweinbärmann-Angriffe haben sich in den letzten Monaten, 6 Monaten verdoppelt. Du musst mir helfen, das allen zu erzählen. Der Schweinbärmann ist die größte Bedrohung für die heutige Gesellschaft. Signalboost, teile diese Nachricht. Die Tasche haben wir, ne? Und hier kommen wir nur in den Wald. Haven't we been here before? Ja, da waren wir schon. Die Obdachlosen hängen ja nicht im Wald rum, da kannst du ja nicht betteln. Ja, ich weiß, ich hab die Papierrolle liegen lassen, ist mir aber egal. Es soll wohl hinter irgendeinem... Neue Nachricht von Al Gore, Alter. Es soll hinter irgendeinem Baum weitergehen, nach hinten raus. Zu einem Geheimlager, aber ich finde das irgendwie nicht so. So, keine Ahnung, wo das ist, vielleicht finden wir es noch raus. So, die haben sich erholt da hinten. Die kleinen Nazi-Kätzchen. All I did was ask the guard about Gorditas and he put me in a chokehold. Ja, ist spannend. So, wo finden wir die Obdachlosen?
Neue Quest, entfreunde Al Gore. Ja, Alter. Hörst du, warum antwortest du nicht? Was? Schweinemann, ja. Klick auf gefällt mir, wenn du ein Junior Al Gorian bist. Nein. Warum antwortest du nicht auf meine Nachrichten? Hörst du mich? Bitte antworte. Bitte. Alter. Boah, der Stricher. Neue Nachricht von Al Gore. Alter, halt die Fresse. Wie können wir den erfreunden? Wie geht das? Neue Nachricht von Al Gore. Ich will das nicht. Alter, neue Nachricht von Al Gore. Gib mir nicht auf den Sack, Alter. Wie können wir uns denn da entfreunden, verdammt? Neue Nachricht von Al Gore, Alter. Ich war gerade auf Klo, aber ich muss schon wieder. Was ist daran schlimm? Der Typ. Ich glaube, wir suchen ihn mal ganz kurz auf, wenn wir eh schon mal hier sind. Ich möchte wissen, wo die Obdachlosen sind, die letzten. Hier, wo der L war, ist ja nix, ne? Nee. Ich glaube, in der Kanalisation haben wir alle schon... Ja. In der Kanalisation haben wir alle schon weggebrettert. Jetzt hängen die da. Ich guck mal ganz kurz, ob ich das vielleicht umgehen kann. Offenbar nicht. Neue Nachricht von Al Gore. Machst du gerade irgendwas? Alter, halt die Fresse. Mir ist voll LW. Eure Schule, lalala. Let's go, dude. So, können wir, wollen wir hier wieder irgendwas machen? Vielleicht einen Knochenbrecher? Was haben wir da noch? Aufstampfen. Fand ich hier deine Feinde. Der alle Feinde trifft, bewirkt bei perfekter Durchführung mehr Schaden. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Das kenne ich noch gar nicht. Can I just take my turn? Okay, ich weiß noch nicht, wie es geht. Das heißt, bei diesen Quicktime-Events bin ich mal so ein bisschen lau. Drücke L, um zu springen, und dann am Höhepunkt deines Sprungs L. You mind if I update my status while we're waiting here? Ja, kannst du machen. Für eure Schule! War das jetzt gut oder schlecht? Ich habe keine Ahnung. Es wirkt irgendwie ein bisschen ungeil, ehrlich gesagt. Ist halt gut bei schwachen Feinden, aber so irgendwie wirkt das nicht so geil. Stan wirkt, dass mehrere Feinde trifft. Vielleicht sollten wir das mal probieren. Greift einen Feind mit einer Vielzahl Hiebe an. Diskus der Macht. Ich glaube, wir probieren mal das hier. Dann haben wir beide wieder. Dude, what is the hold up? Ach nee, den oberen kriegt er damit nicht. Scheiße. Dann vielleicht das hier. Ja! Yeah. Entstolzer! Für eure Schule! Stolzer Ergebenheit! Da brennt die Glatze, Opa, wa? So, dann sind wir wieder dran. Und ich würde sagen, das war dieser Kampf. Ciao! That's what you get! Perfektamente! Okay, wir haben wieder aufgeräumt. Dann können wir hier erstmal ganz easy alles mitnehmen. Und dann gehen wir mal ganz kurz zu Al. Bei Al Gore muss ich mal an Al Bundy denken. Ich weiß nicht warum. Alter, wir müssen reden. You're back, Junior Al Gorian. But why haven't you liked any of my Facebook messages? Unless, of course, you're no normal human kid. It's you, Man Bear Pig. I have you now. Let us fight to the death. Was? Jesus, not again. Now let's see how you like sitting through a whole presentation on global warming. Nein! Scheiße. You cannot escape the scientific certainty of global climate change. Yeah. Scheiße, und ich Idiot habe auf das Ding geguckt und nicht auf unsere Abwehr. Können wir ihn irgendwie aufwecken? Gesundheitstrank. Were very important. Ja, komm, halt die Fresse. Stärketrank, Tempotrank, Trinken, Wiederbelebungstrank brauchen wir ja nicht. Wasserballon, um seine Boni zu entfernen. Lalalala. Eigentlich müsste man den noch mit so einem Wasserdingens, ne? Negative Statuseffekte. Komm, Alter, wach auf! So, da haben wir ihn. Okay, ich würde sagen, wir rambolen Al Gore in die Eier erstmal. Fett in sein Eggs. Are we playing or what? Ja, guck mal hier. Huch.
und nachtreten. Mit so einem komischen Supercape. Alter, das ist so ein Vogel. So, auch wieder in the X. 4000 Hitpoints, fuck it. Der ist ja gar nicht benommen. Scheiße, wat? Hey! Gorgasm! Protect the former sort of vice president! Oh, fuck. Horn des Zorns. Entfernt Buffs von einem Hauptziel, verhöhnt alle Gegner, was ihr dann nicht ohne Spezialfähigkeiten anzugreifen. Dude, what is the holdup? Ja, ich guck doch gerade erstmal. Vernichte deine Feinde. Das braucht 20 MP. So, wir brauchen nur normalen Mana-Trank. Natürlich. Das will ja wohl bedacht sein, was wir hier machen. Erstmal ein bisschen Shitty-Wok reinpfeifen. Oh, Mana-Overflow. Nein, wieso geht das nicht? Ich hab die falschen gefressen. Nein! Okay, wie viel haben die? 1200. Alter, fuck you. So it's a stand-up. Alter, wie soll man die schaffen? Ich brauche Kenny eigentlich. Ich brauche Prinzessin Kenny. Es hilft nichts. Komm. Yeah, baby, komm. Oh, what? Sie haben Kenny getötet. Excelsior! Oh, fuck you. Okay, ich brauche auf jeden Fall erstmal einen Gesundheitstrank. Und Kenny auch. So, scheiße. Boah, das ist echt hart. Ich wollte doch nur unfrienden. Ja, ja, komm. Es hilft nichts. Wir müssen erstmal einen Rambo holen. Ich würde sagen, ihn hier, weil er irgendwie am stärksten scheint. Bams! So, und Kenny macht einfach mal das, was er am besten kann. Nee, erstmal muss Kenny was fressen. Und zwar den hier. Fähigkeiten, pelzige Freunde. Sehr gut. Und los. Ich kann mich bei Schüssen gar nicht wehren. Boah, Alter, Kenny, was ist mit dir los? Das ist echt mies. So, der ist down. Der ist noch nicht ganz down. Soll ich erstmal den nehmen? Der ist auf jeden Fall weg. Und dann kümmern wir uns um den. Oh Mann. Ja, 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 komm. Nein! Ich dachte, es reicht ohne Furz. Scheiß doch der Hund drauf. Der ist ja eh noch gedingenst. Ich würde sagen, was soll's. Taking fire. I'm hit. So cold. Scheiße. Oh Mann, El Gore macht uns fertig. Die kleine Drecksau. So, der andere ist weg und den hier holen wir uns jetzt. Immer noch nicht. Alter, wie viel der frisst. Das gibt's doch nicht.
Man down! Sie haben Kenny getötet! Die Schweine! Okay, Gegenstand. Wir haben aber... Nein! Alter! Zieh den mal nicht weg! Scroll, 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 scroll. Kenny? Kenny? Kenny ist weg! Ich kann Kenny keinen Wiederbelebungstrank geben, weil der weg ist. Toll. Das ist natürlich super. So, steuert Magie. Ich würde sagen, betäuben ist eine gute Idee. Trinken wir aber erstmal einen von denen hier. Ah, sehr gut. Stört meine Kampfvoran auf meinem Feind, halbiert Rüstung, entfernt Schilde und verringert die Abwehr. Hat der Schilde? Ja, oh ja. Also Abwehr hat er ohne Ende. Andererseits könnte man den auch einfach wegdreschen die ganze Zeit. Ich weiß noch nicht, wie lange das dauert. Und ich hoffe, der holt dann keine weiteren Agenten. Furzgranate. Halte R, bis du das Gas siehst, drücke dann R. Immun? Was? Was war das denn jetzt? Willst du mich verarschen? Boah, so eine Kacke. In der nächsten Folge machen wir das nochmal richtig. Scheiße. Ja, Alter, gegen Al Gore anzukommen ist schon krass mit seinen Secret Service Typen da. Alter Schwede, das war gar nicht so leicht. Und Kenny wiederbeleben geht auch nicht, weil der einfach weggeschleppt wird. Das war schon... Das war ein ganz kleines Sackhaar unfair, würde ich sagen. Aber das macht ja nichts. In der nächsten Folge kriegen wir den bestimmt kaputt. Hoffe ich, in Klammern. Und, ich brauche auf jeden Fall eine bessere Strategie. Das hat schon ganz gut geklappt mit den Ratten, also mit diesen Mäusen, aber sonst, ja, müssen wir mal gucken. Dieser Al Gore, das ist auf jeden Fall eine harte Nuss. Aber schauen wir mal, ist ja auch... Nee, ist der ein Boss? Ich weiß es gar nicht. Der wirkt wie ein Boss, aber es kam gar keine Boss-Animation. Schade, egal. In der nächsten Folge kriegt Al Gore auf die Fresse.